Danke für den fünften Monat. Keggi, vielen lieben Dank. Simpson, Tutti Frutti, Antipasti. Antipasti wird es heute wahrscheinlich nicht geben. Ja, ach, stimmt. Wollte ich eh nochmal gucken im Creator Dashboard, weil meine animierten Zuschauerbelohnung, Emotes. Ich glaube, meine animierten wurden nämlich noch nicht genehmigt. Die sind noch in der Pipeline. Leider. Aber ein paar Emotes konnte ich schon mit hinzufügen. Hab mir Steffi jetzt auch am Wochenende gemacht gehabt. Hab mich mega drüber gefreut. So, ja, was machen wir heute, ne? Also ich habe eh noch Pizzateig da. Der sollte eigentlich schon längst mal weg, so laut Ablaufdatum, aber ist ja mindestens haltbar. Pizzateig. Ich hätte heute ein paar Pizzataschen gemacht. Mit veganem Tofu, also Räuchertofu. Paprika, Zucchini und dann muss ich mal gucken, was ich mit dem Kohlrabi mache. Der ist auch schon längere Zeit bei mir. Tahin ist einfach richtig, richtig gut. Und außerdem Reste verwerten ist immer gut. Sind meistens dann auch, finde ich manchmal, die besseren Gerichte, weil du erwartest, das jetzt nicht unbedingt irgendeinen krassen Geschmack, sondern freust dich einfach nur drauf aufs Essen. Und finde ich immer ganz cool. Wenn du halt alles irgendwie zusammen mixt und dann guckst, was da am Ende bei rauskommt. Und wenn es dann noch schmeckt, umso besser. Ja, Kiki, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Also ich muss auch sagen, nach dem letzten Mal, weil es mit dem Seitan so gut geklappt hat, habe ich mir überlegt gehabt, den Seitan, Kadinski hat es ja mal probieren können, den Seitan dann auch auseinander zu rupfen, aber ein bisschen dünner, muss ich mal gucken, wie ich das dann anstelle. Na, im Endeffekt wie so Beef Jerky draus zu machen. Also so Trockenfleisch. Da muss ich mal nochmal ausprobieren. Aber den Seitan-Mix, das hat mich echt überrascht. Also das war richtig, richtig gut. Hätte ich ja auch nicht gedacht, dass es so nah rankommt. Jo, dann würde ich sagen, fangen wir wieder mit dem Schnibbeln an. Tofu braucht eben ein bisschen länger. Tempeh-Rouladen, ja gut, Tempeh ist ja eigentlich fermentierter Tofu, ne? Wenn ich das noch richtig in Erinnerung hatte. Zumindest war das so mein letzter Stand. Oder fermentierter Soja? Kann auch fermentierter Soja gewesen sein. Ja, ich glaube, bei Tempeh kommt es echt drauf an, wie du den zubereitest. Ich würde bei mir auch gern öfters mal Tempeh machen, aber ich müsste Tempeh dann, glaube ich, selber ansetzen, weil bei uns in den Läden es leider kein Tempeh zu kaufen gibt. Und ich es immer noch nicht geschafft habe, in der nächstgrößeren Stadt mal welche mitzunehmen, muss ich ehrlich sagen.
Grüß dich, Yellow. Na, Knödel gehen ja immer. Obwohl, warte mal. Knödel ist nördlich von Bayern, oder? Weil zumindest ich kenne es nur als Klöße. Aber da kommt es dann auch wieder drauf an, welche Region. Bei uns sind die Kartoffelknödel, ja, wir nennen sie immer liebevoll die Rutscher, weil die sind dann zwar formstabil, aber man muss sie nicht kauen. Das heißt Berlin. Oh Mann. Ich glaube, diese Diskussion wird auch nie alt werden. Ne? So, das können wir beiseite stellen. Mit der Aubergine muss ich mal gucken, was ich damit mache. Aber ja, ehrlich gesagt, noch nicht so wirklich einen Plan. Vielleicht mache ich mir den Kohlrabi einfach nur so, muss ich mal gucken. Oder ich würfel damit. Ja, definitiv. Also Kohlrabi geht auch roh. Ziemlich geil. Grüß dich, Seidel. Ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, ob ich die Pizzataschen, ob ich dann den Deckel wie einschneiden muss. Nicht, dass es zu viel Teig auf einmal wird, dass es dann wie so eine Galzone dann wirkt. Das weiß ich jetzt dann eben noch nicht. Aber da wird schon irgendwas am Ende dabei rauskommen. Murphys Best Würstchen, grüße dich. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Chatnamen ist immer teilweise ein bisschen schwierig. Ja, Kohlrabi-Sticks oder Sellerie-Sticks sind auch ganz gut. Möppi reicht, alles klar, sehr gut. Macht es wesentlich einfacher.
Ja, aber Wochenende war schön. Bis auf, dass die Deutsche Bahn mal kurz wieder nicht zuverlässig war. Aber sonst war es im Großen und Ganzen war schön in Dresden. Dresden-Neustadt hat mir auf jeden Fall am besten gefallen. Habe ich mich am wohlsten mitgefühlt. So ein bisschen alternativ linke Szene, Viertel. Grüß dich, wie ein Nugget-Konnisseur. Da schwören aber auch viele drauf, ne? Auf dieses Like Meat oder Like Chicken. Wie gesagt, ich habe da noch nicht ganz so viel Erfahrung sammeln können. Weil die Auswahl etwas eingeschränkt ist. Und ich möchte auch größtenteils so ein bisschen die. Also ist wieder. Ach, Beyond Meat. Ah. Aber ich möchte gern so ein bisschen selber an der Rezeptur fallen, da selber ein bisschen ausprobieren. Da habe ich so ein bisschen Bock drauf. Erstmal Platz machen. Ja, bin ich ein bisschen noch zwiegespalten. Also wenn du wirklich Spargel dann nimmst aus regionalen Anbau, wo dann wirklich auch die Menschen fair bezahlt werden, ja. Aber wir haben auch leider viele bei uns in der Gegend, die dann Fick drauf geben und dann Gastarbeiter herholen, die dann das Spargel stechen. Plan B? Nee, keine Ahnung. Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Muss sagen, bei mir ist dann Edeka auch etwas eingeschränkt, weil die Edeka bei uns, was da ein bisschen vegane Produkte anbietet, ist Tofu, ein Mühlenaufschnitt und die Fertignuggets. Das ist aber das Maximum, was bei uns die Edeka anbietet. Und deswegen gehe ich da meistens vorzugsweise eher zum Lidl, weil ich da das gleiche auch bekomme. Plus dann nochmal die Lidl-Eigenmarken. Ein Penny würde ich mir hier in der Gegend wünschen. Ja, wie gesagt, ich bin da noch ein bisschen zwiespältig. Ich mag wirklich Spargel mit Sauce Hollandaise. Mag ich wirklich. Nur, ich habe einen Arbeitskollegen aus Bosnien, ist er, glaube ich. Der hat auch mal dann zum Überbrücken dann teilweise wirklich in Deutschland auch Spargel mitgestochen und der hat mir das halt dann mal so ein bisschen erklärt gehabt, was für ein Abfuck das war. Und da habe ich dann gesagt gehabt, okay, muss dann nicht unbedingt sein. Es ist halt schade drum. Chef Jan, grüße dich. Ja, die Sauce Hollandaise und dazu dann ein paar Kartoffeln.
ist immer ganz nice. Vielleicht noch ein paar Zwiebeln mit reingeschnitten. Ich habe, glaube ich, schon mal nach einem Rezept geguckt. Du kannst die auch mit Hefeflocken, glaube ich, auch ein bisschen selber zurecht machen. Aber ja, habe ich mich aber selber auch noch nicht mit auseinandergesetzt. Du bist Ja, sehr gerne. geil. Vielen Dank für den Follow. Super geil. Also ich koche meistens mehr, also ich schaue schon, dass ich mal ein Rezept ähnlich raussuche, wo ich mich ein bisschen dran orientieren kann. Aber so strikt nach Rezept koche ich meistens gar nicht. Ich gucke da meistens eher noch, was im Kühlschrank ist und was noch weg muss. Wo ich mir sehr viele Ideen hole zum Kochen, ist über Instagram. Fit Green Mind heißt sie, glaube ich. Der Kanal. Die macht immer richtig coolen Content. Bei der hole ich mir dann immer gerne ein paar Ideen und schaue dann mal kurz zu, wie die das so macht. Die Kühnheit, grüß dich. Obwohl ich beim veganen Wunder sagen muss, da er macht viele leckere Sachen, aber sie wiederholen sich oft vom Prinzip her. Aber auf jeden Fall auch, wo man sich ein paar Ideen mitholen kann. Definitiv. Ich fand immer seine die vegane Hähnchenbrust, was er dann so öfters mal dann gezeigt hatte, fand ich immer ganz interessant. Aber muss sagen, ich hatte nie so wirklich das hinbekommen mit dem Reispapier. Das war bei mir dann immer so eine, das hat nie so hundertprozentig geklappt. Lag aber meistens wahrscheinlich auch daran, wie ich es dann frittiert habe. Aber lecker war es trotzdem. Burger Dude. Ich habe den Kanal mal rangeguckt, aber ich habe da leider selber noch nichts weiter draus machen können. Ich glaube, vegane YouTube-Channels muss ich noch ein bisschen mehr mit mal wieder mit den Auge fassen. Das Problem ist halt bei den YouTube-Channels wirklich teilweise, ich muss da wirklich aktiv mal wieder nachsuchen, weil wenn du ja nicht aktiv danach suchst, dann wird es dir auch eher schwierig vorgeschlagen. Und zum Ideen holen finde ich eigentlich das Konzept von Reels oder von YouTube Shorts immer ganz nice.
wenn es dann wirklich rein um die Ideen geht. Das wird ja ganz schön viel Gemüse. Naja. Also das werden wir nicht alles auf die Pizza hauen. Ich werde das eh nochmal in der Pfanne vorgaren. Gleich ein bisschen mit Würzen. Und dann schon damit als Füllung belegen. Mit Vimundo-Käse. Aber den Rest, was ich dann noch überhaupt, den werde ich dann die Woche mal mit Nudeln oder so essen. Das ist immer auch ganz schön, was dann immer so ein bisschen übrig bleibt. Einfach Nudeln mit dazu geschmissen und gib ihm. Mit Pilzen selber züchten, ja. Ich habe da, glaube ich, das letzte Mal im Stream schon mal mit jemandem drüber gesprochen gehabt. Ich weiß nicht mal, wer es war. Aber wenn du wirklich Pilze selber heranzüchtest, musst du da echt aufpassen, dass du da ideale Bedingungen hast. Weil sonst kann es nämlich ganz schnell sein, dass du dir eine andere Pilzkultur mit reinhaust. Und das kann dann auch teilweise ziemlich gefährlich werden. Also jetzt nicht gleich sofort tödlich, aber nicht gut für die Gesundheit. Aber da gibt es bestimmt Möglichkeiten, sich einzulesen. Was sie da so vorschlagen oder was man bräuchte dafür. Ich glaube, das sind die Austernpilze, die so langpasrig sind. Da habe ich leider auch keine Möglichkeit, hier in der Gegend welche zu bekommen. Beziehungsweise hier vor Ort bei mir. Weil die würde ich auch gerne mal ausprobieren, weil die werden ja trotzdem oft für so Fleischalternativen genommen. Ich würde mich da echt erst nochmal informieren, weil ja, wenn die Bedingungen nicht hundertprozentig ideal sind, dann kann es schnell passieren, dass der Pilz das Schimmeln anfängt. Und ja, ich sag mal nicht, dass es sofort tödlich ist, aber dass du ja ein bisschen Probleme mit dem Magen danach bekommst. Tomaten. Ich würde erstmal das Gemüse so lassen. Ich gehe mal beiseite, mal gucken, was wir da noch da draus machen. Zwiebeln gehen immer. Gut, wie gesagt, ich konnte das selber noch nicht ausprobieren. Weil ich müsste die, glaube ich, sonst bestellen. Ich glaube, da kommt es halt wirklich dann drauf an, auch wie es marinierst und wie lang es marinierst. Aber ja, diesen gewissen Pilzeigengeschmack hast du halt dann trotzdem immer mal mit dabei. Wenn es relativ neutral schmecken soll, da bist du wirklich gut dabei mit Seitan. Ich glaube, da geht es auch mehr um die Faserstruktur, dass du das etwas nachbilden kannst.
siehst, meinen Koffer habe ich noch gar nicht angemacht. Also ich definitiv noch nicht. Grüß dich, Testomat. So, dann machen wir Knobi, Momano miteinander. Knobi geht immer. Den brauchen wir dann mal für einen Tofu. Mich brauchst du nicht fragen, Testomat. Ich habe mir damit echt noch nicht gearbeitet. Ich müsste da jetzt auch erstmal googeln, muss ich ehrlich gestehen. Ich kenne die Austernpilze, sagen mir was, aber die Stachelbeeren oder Stachelbartpilze. Keine Ahnung, sag ich da. Grüß dich, Nina. So, Zwiebeln haben wir dann. Große Pfanne. So, da gucken wir mal. Ein bisschen Wasser ist rausgekommen. Okay. Der lässt sich nicht so gut schneiden. Marinieren wir den noch und dann werden wir dann mal ein bisschen scharf anbraten, dann wird er schon gehen.
Der hat echt nicht so viel Festigkeit, der Räuchertofu. Ein bisschen schade. Aber naja. Was willst du machen, ne? Kaffee ist fertig. Sehr schön. Und Prost, ne? Oh, starker Kaffee, sehr gut. Ja, gibt's einen Prost. Ich hatte, glaube ich, noch irgendwie so einen Schockmix, oder? Milchaufschäumer, was mir meine Mutter mal mitgegeben hat. Na, eignet sich aber mega gut, um so Marinaden und so weiter zu verteilen. Ein bisschen durchzumixen. Ein bisschen Sojasauce. Du bist sehr, sehr geil. Super geil. Ja, machen wir alles neu. Ich nehme meistens Hafermilch. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass ich bei uns im Lidl damit vollstens zufrieden bin. Es ist nicht einmal die Barista, sondern die ganz normale Hafermilch. Also ich komme mit der ganz gut zurecht. Die flockt jetzt auch nicht unbedingt. Mit Sojamilch, die flockt dann ein bisschen. Aber die vom Lidl, die Hafermilch, mit der bin ich eigentlich echt zufrieden. Du könntest noch die Barista nehmen oder diese Not Milk von Vemundo, gibt es ja glaube ich auch neu. Die habe ich aber selber noch nicht ausprobiert, da bin ich noch nicht dazu gekommen. So, dann haben wir hier glaube ich noch ein bisschen Miso-Paste. Dann ist die eigentlich mal weg. Ist auch schon ziemlich lange offen bei mir. Aber muss sagen, Miso-Paste gibt einen echt geilen Geschmack mit in die Marinaden. Also Miso-Paste finde ich zu empfehlen. Wenn sie runtergeht. Ich habe keine Ahnung. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte jetzt da noch keinen Ansporn dazu, die wirklich auszuprobieren.
weil ich mit der Hafermilch echt zufrieden bin von Vimondo. Also ich bin da vollstens zufrieden, deswegen never change a running system, wenn ich es jetzt nicht unbedingt ausprobieren müsste. Dicksaft nehmen. Dann noch ein bisschen. Bravo, Giussi, Anzi, Faschisti! Vielen Dank für deinen Subschei. Vielen lieben Dank. Jetzt hast auch du neue Emotes. Ich muss auch wirklich sagen, ich habe, glaube ich, das nenne ich dann die heilige Dreifaltigkeit, der Linksextrem in Kombination. Oder ein Augsburg-Fan, das könnte natürlich auch sein, ja. Grüß dich, Jan. Der FC Augsburg. Dass ein bisschen viel Marinade wird, aber zur Not hauen wir dann den Rest von der Marinade einfach ans Gemüse mit ran. Das wird schon. So, noch mal einmal durchmixen. Ziehen. Hätte ich vielleicht noch Öl miteinander tun sollen? Ach, das geht schon. Dann wird schon. Den lassen wir noch ein bisschen ziehen, den Tofu. Ich wollte eigentlich Tomatenmark, wollte ich noch ein bisschen was mit anmachen. Wieder die Hälfte vergessen. Ach, scheiß drauf, Digga. Dann heute ohne Tomatenmark. Dann ohne Tomatenmark. Tomatenmark. War das nicht dieser komische... Warte mal. Tomatenmark, war das nicht auch jemand, der letztens erst Jan geratet hat? Oder wo dann diese Weirdos alle dann auf einmal im Chat waren? Ich wusste doch, der...
Was hältst du von der militanten Veganerin? Ach, halt die Fresse. Ja, das war ein bisschen weirder, Ray, dann. Das war wirklich ein bisschen komisch. Du hast dann auch an der Zuschauerschaft gemerkt, die er mit rübergeschickt hat, dass da schon ein bisschen komische Leute mit dabei waren. Und die auch dann so in den Chats geduldet werden. Wo bei uns mit ein, zwei Takes sofort rausfliegen würden. Nee, nee, ich nicht. Ich meine, der, der Raid, was an Jan ging von diesem Tomatenmark. Das ist doch auch so ein Debate Bro von der von dem Vegan Dreamland Server. Der hat es halt nicht mit 15 Euro gemacht, sondern mit, ich glaube, 100 Bits oder 500 Bits, wo ich mir gedacht habe, ja, um mit dem jetzt zu diskutieren, soll ich sofort Geld bezahlen? So, nee, bestimmt nicht. Gleich mal mit rübernehmen. So einmal rumschwenken. Jo, das geht. Ich glaube, die Aubergine und die Tomaten, ich glaube, das wird sonst heute wieder ein bisschen viel. Ich glaube, die habe ich nochmal neu. Mein Kühlschrank. Ich weiß nicht warum, aber ich nehme in letzter Zeit echt viel von den Margarine. Ja, kann ich verstehen. Das ist ungefähr so wie beim Autofahren wahrscheinlich. Dass wenn du Beifahrer bist und es gewöhnt bist, eigentlich selber zu fahren, dass du dann diese Bremsbewegung oder diese Gasbewegung selber dann schon ein bisschen mitmachst. Du bist sehr, sehr geil. Super geil. Ich glaube, es liegt aber meistens daran, weil du halt einfach gewöhnt bist, es selber auszuführen.
Ey, und ich mach bestimmt nicht alles richtig. Ich bin Laie, ich bin kein gelernter Koch. Ich mache eigentlich immer nur das, weil ich denke so, ja, könnte passen. Ich glaube aber Kräuter Provence habe ich glaube ich nichts leider mehr da, oder? Doch. Das ist sogar noch. Nice. Aber ich glaube, wenn ich gelernter Koch wäre, würde ich das hier, den Kanal so nicht betreiben. Weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du das eh schon den ganzen Tag machst und dann irgendwie das nochmal zu Hause auch nochmal on-stream machst. Ja, okay. Den Punkt fühle ich. Wenn du was Leckeres siehst irgendwo, das ist, geht mir auch bei den... Bei den Instagram Reels und so weiter ja auch nicht anders, wo ich mir denke, so, ey, das sieht so gut aus, ich möchte jetzt halt einfach vorbeikommen und das selber probieren. So, jetzt lassen wir jetzt mal ein bisschen gleich brädeln. Ja, damit, ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich würde es nicht zum Beruf machen wollen. Ich hätte da viel zu viel Schiss davor, dass es dann zum Alltag und zur Arbeit wird und dass ich dann so ein bisschen die Lust an meinem Hobby verliere. Da hätte ich so ein bisschen Befürchtung dabei. Ey, ich habe jetzt zumindest den Schritt schon gewagt, dass ich mein Hobby und so ein bisschen meine Leidenschaft, was ich für mich entdeckt habe, das überhaupt über Twitch ein bisschen zu monetarisieren. Ja? Und dass da auch wirklich Menschen ja trotzdem vorbeikommen und reinfolgen oder sogar Subs da lassen. Ja? Wo ich dann sage, so, hey, ich bin da für jede Unterstützung dankbar und wenn das euch unterhält, finde ich das umso cooler und macht auch umso mehr Spaß dann. Aber ich glaube, ich würde es nicht Vollzeit machen. Ich habe auch noch ein paar andere Gedanken noch so, was ich vielleicht mir mal noch vornehmen würde. So ein bisschen handwerkliche Sachen, aber das muss ich erstmal dann, wenn es dann wieder ein bisschen besseres Wetter wird. Ja, kann ich auch voll von ganz verstehen. Wie gesagt, hier bin ich jetzt gerade im eigenen Bereich, in meinem eigenen Safe Space. Ich kann das mir so einteilen, wie ich das möchte. Und wenn es halt dann eben mal eine Stunde länger dauert oder zwei Stunden, meine Güte, dann ist es halt so. Aber wenn dann wirklich jemand aufs Essen wartet, ich glaube, das ist dann schon unangenehm.
Das kommt dann so als kleine Füllung noch mit rein, ein bisschen Gemüse mit rein. Ich habe halt viel Wurzelgemüse jetzt genommen, also Kohlrabi und Karotten. Und die wollte ich halt ein bisschen vorgaren, damit die dann nicht einfach roh noch in der Pizza sind. Weil ich gehe stark davon aus, dass der Pizzateig halt, wenn ich den wie so eine Pizzatasche mache, dass der maximal so 10 Minuten, 15 Minuten braucht. Und dass die dann nicht wirklich durch werden. Deswegen habe ich mir gedacht, das brate ich jetzt einfach mal davor schon ein bisschen an, damit es dann gescheit durch ist. Rein vom Fachlichen her habe ich das sogar jetzt halt falsch gemacht, weil normalerweise, wie jetzt Paprika oder die Zucchini, brauchen vom Garpunkt her nicht so lange wie der Kohlrabi oder die Karotten. Ich habe die jetzt halt alles zusammengeschmissen. Dadurch kann das auch passieren, dass deine Kohlrabi oder deine Karotten noch zu viel Biss haben, aber deine Paprika schon ziemlich durch sind. Normalerweise das Wurzelgemüse oder das härtere Gemüse tut man normalerweise davor immer als erstes rein. Zumindest habe ich das mal so beigebracht bekommen. Nee, werden keine Nudeltaschen. Ich habe noch einen Fertigpizzateig, der weg muss, und deswegen werde ich die einfach da drinne wie einklappen. Also Pizzataschen bzw. so Calzone-mäßig. Aber ich hätte sie im Backofen gemacht. So, das köchelt jetzt eh noch ein bisschen vor sich her. Ich würde euch mal kurz in die Pause schicken, Toilette, und ja, da, wie gesagt, jetzt brennt eh erstmal nichts an, und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich mache euch noch mal kurz noch einen Song an. Was hören wir denn?
trotzdem mal gucken, wie ich das mit dem Teig mache.